Liebe Jenerinnen, liebe Jena, ungewohntes Bild. Für die Videobotschaft habe ich die Maske natürlich mal kurz abgenommen. Danach setze ich sie wieder auf. Sie wissen, ich trage die Maske jetzt den ganzen Tag, wenn ich im Büro bin. Und ich werde in den nächsten Tagen, obwohl ich das per Einzelerlaubnis dürfte, im Büro zu sein, ganz überwiegend von zu Hause im Homeoffice arbeiten, einfach um auch das Beispiel zu setzen, das Symbol zu setzen, Vorbild zu sein. Es ist wichtig, dass wir alle anderen schützen im Moment, das wissen Sie, und das ist die Botschaft, die wir auch immer wieder nach draußen senden wollen. Wir treten jetzt ein in die Phase, wo es nicht mehr vordergründig darum geht, natürlich immer noch, das Virus nicht von außen eingeschleppt zu bekommen, sondern wir sind jetzt in der Phase, wo es ganz wesentlich darum geht, dass innerhalb der Stadt das Virus sich nicht weiter verbreiten kann. Und deswegen ist es wichtig, dass alle auf Abstand achten und dass wir hier in den sensiblen Bereichen uns auch wechselseitig schützen. Es ist entscheidend, dass wir das Klinikum und das Gesundheitsamt schützen. Das Klinikum vor allen Dingen davor, dass die Fallzahlen zu stark nach oben steigen, damit das Klinikum das bewältigen kann, insbesondere wenn dann auch schwere Krankheitsverläufe dazukommen. Deswegen habe ich, als der Nahverkehr gestern seine Fahrplanänderung angekündigt hat, darauf hingewirkt und angewiesen, dass genau auf der Linie, die das Klinikum bedient, nicht auf einen 30-Minuten-Takt gegangen wird, sondern auf einen 15-Minuten-Takt in den Zeitfenstern morgens und nachmittags, wo die Pendlerverkehre, die Berufspendlerverkehre sind. Wir haben im Stab unter meiner Leitung in die Wege geleitet, dass wir genügend Schutzmaterial in die Stadt geliefert bekommen. Vordringlich natürlich für die sensiblen Bereiche, das medizinische Personal und die systemrelevante Infrastruktur. Die Bestellungen laufen. Und vielleicht ein Punkt zur Kommunikation. Es passiert gerade in sehr, sehr kurzer Zeit und mitunter zeitparallel sehr viel nebeneinander. Viele Akteure treffen gleichzeitig Entscheidungen und schaffen es nicht immer, auch wir selbst nicht, ausreichend zu kommunizieren vorher. Meist passiert das nachgelagert. Dafür bitte ich um Verständnis, um Entschuldigung, aber wir werden uns bessern. Wir werden die Kommunikation nach außen stärken. Wir werden auch das ist ein bisschen vernachlässigt worden, mit den Stadträten, mit den Fraktionen intensiver in Kommunikation treten, damit wir nicht als Verwaltung hier allein unterwegs sind. Und wir kommunizieren bereits zu den Kolleginnen und Kollegen nach innen intensiver. Für Sie, die Einwohnerinnen und Einwohner Jenas, ist die Kommunikation in letzter Zeit einmal über die Presse gelaufen und zum anderen fühlt sich wahrscheinlich ein bisschen komisch an, eben über diese Allgemeinverfügungen, die wir hatten. Das ist der Weg, auf dem wir amtlich, behördlich, offiziell kommunizieren können, so dass es auch gilt, rechtlich gilt. Aber das ist natürlich ungewohnt. Ich glaube, das wird jetzt etwas nachlassen. Wir haben am Anfang das immer etwas weiter noch verschärfen müssen. Sie wissen, dass wir schrittweise die Betretungsverbote, die Veranstaltungen haben wir ganz zu Beginn verboten, immer weiter eingeschränkt haben, damit das nicht alles auf einen Schlag kommt, sondern dass man sich ein bisschen dran gewöhnen kann und trotzdem eine klare Linie erkennbar ist. Jetzt wird es hier und da noch Nachjustierungsbedarf geben, weil das so schnell gehen musste, haben wir an verschiedenen Stellen dann auch mal jemanden vergessen, wie zum Beispiel die Optiker, die Hörgeräteakustiker, die dann nachträglich noch eingepflegt werden mussten, oder Rechtsanwälte, die Termine nicht verschieben können, die außerhalb der Stadt liegen. Da ist mit diesen Allgemeinverfügungen noch ein bisschen nachgesteuert worden, aber ich glaube, da sind wir inzwischen auch sauber aufgestellt. Einige Regelungen im praktischen Leben sind vielleicht etwas überzogen gewesen und auch das holen wir dann zurück, wenn sich das herausstellt. Es hat zum Beispiel Schilder gegeben, die das Sitzen auf Bänken verbieten. Das ist überzogen, solange alle mit dem Bewusstsein unterwegs sind, dass es darum geht, ganz zentral darum geht, den Mindestabstand einzuhalten, anderthalb, besser noch 2 Meter. Wenn man sich auf die beiden Enden der Bank setzt, ist das völlig in Ordnung. Solche kleinen Überziehungen haben wir wieder zurückgenommen und korrigiert, aber wir appellieren an Sie alle, dass Sie auch davon ausgehen, dass wir als Stadt auch nicht jedes allerletzte kleine Detail regeln können. Am Ende funktioniert es nur, wenn jeder auch ein bisschen die Grundregel, Hygiene, Niesen, Husten und so weiter und eben Abstand halten einhält, ohne dass es irgendwo genau aufgeschrieben ist bis ins letzte Komma, was das jetzt im Detail heißt. Man sieht eine Bank, man will sich setzen, jemand anders sitzt schon drauf, man setzt sich weit genug auseinander. Das ist das Modell, von dem wir hoffen, dass es sich durchsetzt. Gleichermaßen hoffen wir, denn es stellen sich ja jetzt überall auch Fragen, wie ist das mit dem Schaden, den die Regelungen anrichten, wirtschaftlicher Schaden, Schaden für mich in meinem persönlichen Leben.
dass jetzt die Fragen erstmal kulant beantwortet werden von jedem. Wir haben Jena Kultur zum Beispiel ist als Vorbild vorangegangen und hat gesagt, als es um die Frage ging, ja, wenn jetzt die Veranstaltung ausfällt, ich habe mein Ticket schon bezahlt, wie ist denn das mit dem Geld? Die Fragen werden geklärt, sind zum Teil schon geklärt, aber das Entscheidende ist der Wunsch, dass nicht jeder zuallererst diese Frage stellt. Jena Kultur hat signalisiert, wir werden das kulant handhaben. Wir werden am Ende nicht feilschen, sondern das erstatten. Jena Wohnen hat signalisiert, dass wir keine Mieter, die jetzt in finanzielle Schwierigkeiten kommen, wegen der Corona-Krise kündigen werden. Ich wünsche mir, dass das im privaten Wohnungsmarkt genauso funktioniert, dass jetzt nicht in Zeiten der Krise, wo Leute in Schwierigkeiten, in Schieflage kommen, das zu deren Nachteil ausgelegt wird. Viele solcher Fragen kann man mit etwas Geduld als Unternehmer, als Vermieter später klären, zumal ja auch der Bund und das Land großvolumige Förder- und Unterstützungsprogramme angekündigt und zum Teil schon auf den Weg gebracht haben. Ganz wichtig für Sie als die Einwohnerinnen und Einwohner dieser Stadt, Sie können sich auf die Stadtverwaltung weiterhin verlassen. Wir schaffen es nicht mehr zu 100%, das sonst übliche Tagesgeschäft in voller Breite und Tiefe abzubilden. Aber da, wo unmittelbarer Kundenkontakt notwendig ist, in den dringenden Geschäften, die man mit der Verwaltung zu erledigen hat, sind wir nach wie vor für Sie da und wir haben dutzendeweise hunderte Kollegen abgestellt, die die Hotlines bedienen, wo ihre Fragen ankommen, die den E-Mail-Verteiler corona@jena.de bedienen, wo ihre Fragen ankommen. Da sind die Kollegen zu Hochleistungen bereit und willens, die sie sonst an anderer Stelle ganz andere Aufgaben auszufüllen haben und jetzt helfen Sie bei diesen Hotlines mit. Das ist ein Spirit, ein Teamgeist in der Verwaltung und den spüre ich auch draußen in der Bevölkerung. Ich hoffe, dass das so bleibt. Das Entscheidende nach wie vor, ich habe das schon bei meinen letzten beiden Botschaften gesagt, ist die Solidarität. Wir kommen durch diese Krise nur gemeinsam. Und da ist es wichtig, Ihnen das Signal zu senden, dass die Kolleginnen und Kollegen der Verwaltung, dass ich selbst, dass die Dezernenten und die Führungsspitze in der Verwaltung für Sie da sind, belastbar für Sie da sind, dass Sie sich auf uns verlassen können und dass wir die Dinge regeln, auch in Zeiten der Krise, dass wir das öffentliche Leben nicht zum Erliegen kommen lassen. Wir haben es stark einschränken müssen, aber die Grundbedürfnisse zum Essen gehen, Essen einkaufen, zum Arzt gehen, auf Arbeit gehen, wer nicht unter Quarantäne steht, sich in der Stadt frei bewegen dürfen, aber eben nicht in Gruppen, allein oder zu zweit. Das haben wir sichergestellt und jetzt müssen wir gemeinsam durch diese schweren, anstrengenden Wochen, die uns bevorstehen, durchkommen. Und da gilt es Vertrauen uns gegenüber, Solidarität untereinander und dann kriegen wir das hin. Wir sehen uns in häufigeren Abständen in diesem Format wieder. Ganz sicher am Freitag, vielleicht auch vorher schon. Bis dahin, machen Sie es gut.